Willkommen zum fünften Part von Let's Play Lego City Undercover zu 100%. Wir befinden uns im Büro des Direktors vom Albatros-Gefängnis und sind gerade auf dem Weg in Rex Furys Zelle. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Mal schauen, ob seine Zelle uns Hinweise darauf gibt, wie er denn ausgebrochen ist. Durchsuche Rex Zelle nach Beweisen ist unsere Aufgabe. Muss die Zelle von Rex sein. Ja moin. Was hat der bitte für eine krasse Zelle? Das hat ja nichts mehr mit Inhaftierung zu tun, das ist ja Wellnessurlaub fast. Und diesen ganzen Sachen hier zufolge. Gewichte? Na toll. Ja. Wir wollen hier auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftende Kriminelle. Das habe ich mir auch gerade so gedacht. So, ich glaube, hier gab es schon. Ein versteckter Knopf. Nee, einen Knopf gab es hier, okay. Gut. Das ist eine Leuchte. So, und dann auch noch Bilder von leicht bekleideten Damen hier irgendwo aufhängen. Na toll. Was ist das? Ach, ein A. Hey, alles Jungs, klar. Weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Dir geb ich Saures. Los, zeig mir, was du drauf hast. So, lass mal den mal angreifen. Das haben wir nämlich noch nie gesehen. Ach so, ich habe nur geblockt. Okay. Sonst hätten wir jetzt ein Herz verloren. Weil die können einen ja auch umbringen, wenn sie wollen. Ne? So ist das ja nicht. Dann spielen wir doch mal hier so ein bisschen. So. Hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow. Eins von zwei. Die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Tja, so unbeliebt schien Rex hier also nicht gewesen zu sein. Aber, naja. Dafür gab es die Polizeimarke, okay. Interessant, wusste ich auch nicht mehr so genau. Aber das ganze Geld können wir mal einsammeln, das ist wichtig, genau. Die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? Aha, so. Guck mal hier das Zeug auseinander. Aha, und dann haben wir da den versteckter Knopf. Nächsten Knopf. Und die zweite Lampe ist grün. Da bleibt die Frage, wie Rex denn nur entkommen konnte. Komm, mach mal ein schönes Lied an. Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack. Das freudeschöner Götterfunken, das ist doch Classic. Gibt's hier was zum Aufbauen? Nee, schade. Also was daran so schlimm sein soll, weiß ich jetzt nicht. Das ist ja noch ein recht angenehmes Musikstück. Irgendwie muss man doch jetzt aber noch da hochkommen. Bestimmt hier irgendwie, oder? Wow, ah. Gut, dass ich nicht drauf saß. Ja, gut. Dann setz dich jetzt aber gleich mal drauf, weil sonst kommen wir da ja nicht hoch. Was ist das noch? Nicht. Gut. Ja, sieht aber so aus, als würden wir es wieder nicht schaffen, das Ziel zu erreichen. Diesmal haben wir sogar noch weniger als das letzte Mal. Es wird Zeit, dass wir uns da die Hilfen in Form von roten Steinen besorgen. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wo die sind. Da muss ich wahrscheinlich nochmal überlegen oder mal nachschauen. Aber ich glaube, wir haben den ersten hier im Gefängnis schon gefunden. Stats mal 2. Und damit sollte man dann ab jetzt eigentlich alle Dingensins da schaffen. Da ist der letzte Knopf. So. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Moment, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? In der Tat. Tja, ab nach draußen, wa? Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett. Er hat ihn Trottel genannt.
Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es! So ein Vollidiot. Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain. Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern! Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Hat er auch sicher nicht die hier benutzt. Hier kommt das Vögelchen. Wow. Albatros-Insel, Gefängnis. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschalten. Stats mal 2, tatsächlich. Polizeimarkenteile haben wir 2 Stück. Und das war's, ne? Ah, ne. Den haben wir hier. Häftling. Ja, da haben wir diesmal nur ein paar 80%, ne? 82, um genau zu sein. Das ist ja echt wenig, naja. Goldene Steine, 10 von 450. Tja, so viele sind das noch nicht, ne? Ja, das war der zweite Spezialauftrag und neue Hinweise sind natürlich gefunden worden. Die Bluebell-Mine ist also der nächste Ort, wo wir uns mal umschauen sollten. Beziehungsweise nicht umschauen sollten, wenn es von... wenn wir auf den Chief hören würden. Aber das tun wir natürlich nicht. Hey Chase! Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe, weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Tja, also endlich auch das. Kommt da nochmal so ein Freigeschaltet-Symbol? Quatsch, was ist jetzt? Ja. Freigeschaltet Bahnreise. Das ist wichtig. Bahnhöfe aktiviert, 1 von 14. Das ist ja automatisch mal wieder passiert. Goldene Steine, 11 von 450. Und auch den nächsten Bahnhof aktiviert. 12 von 450. Okay. Dann schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Denn ich habe hier schon noch was Schönes gesehen. Den können wir uns mal noch schnappen. Was auch immer das für einer ist. Butch Patterson. Ja, niemand, den man kennen muss. Aber ist auch egal. Hauptsache, wir haben die Leute. Und ich denke mal, ich werde dann irgendwann am Ende des Let's Plays nochmal alles zusammenschneiden, was wir so gefunden haben unterwegs. Ach ja. Da gibt es ein bisschen Geld. Ja, alles zusammenschneiden, was wir gefunden haben. Also quasi die ganzen Typen, die ganzen Fahrzeuge, die roten Steine, die goldenen Steine, alles Mögliche. Und dann ist das, denke ich, eine ganz gute Übersicht. Aber jetzt spielen wir das Let's Play oder das Spiel erstmal einfach nur so durch, wie es ist, ohne da jetzt auf irgendwas zu achten. Ich hole dann was, wenn es mir passt. Habe ich mir jetzt so beschlossen und jetzt gehen wir allerdings erstmal in die Polizeistation und kaufen den roten Stein. Wenn das überhaupt schon geht, aber ich glaube, mittlerweile geht das. Und vorher holen wir uns noch den Typ hier, ja. Kein Problem. Irgend so ein Aufpasser hier. Wachmann. Ja, hat man gerade. Nee, gerade hieß der Wächter, ne?
Also, das schneide ich aber mal kurz, weil die Ladesequenz, die muss ich jetzt nicht unbedingt geben. Dann sehen wir uns gleich in der Polizeistation wieder. Halt, hier oben kann man noch irgendwas besorgen. Auch noch einen großen Stein. Ja, wenn wir da einmal dabei sind, weil... Ja, dann kann ich das alles gleich mitkaufen. Das wäre Quatsch sonst. Krabby Krabster. Und der rote Stein von Charity Hills, wenn mich nicht alles täuscht. Man konnte das doch mal irgendwo sehen, oder? In welchem Gebiet man welchen roten Stein und was alles schon hatte. Oder halt nicht hatte. Aber naja. Roter Stein. Datenscan Upgrade statt Herausforderungen. Okay, also kein wichtiger. Sondern einfach nur, ja, halt ein roter Stein. Dann jetzt aber. So, da sind wir auch schon da. Und dann können wir auch gleich noch ein paar goldene Steine hier drinnen holen. Weil hier gibt es tatsächlich welche. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das ja einer sein. Dieses Ding nicht nur aufbauen, sondern auch fahren. Jawohl. Nummer 13 von 450. Hier ist noch ein Bild, was man an die Wand hängen kann. Das ist Nummer 1 von 4. Ich weiß nicht, ob die alle hier unten waren. Chief, wie schön ich die Haare heute hab. Dann hätte sich die Kahlrasur letzte Woche ja gelohnt. Noch 2 Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Aha. Wie interessant. Nur hier sollte das nächste Bild sein. Das könnte dann den nächsten goldenen Stein geben. Weil man kann scheinbar doch schon alle aufhängen. Praktisch. Wenn wir einmal dabei sind, dann können wir natürlich hier noch ein bisschen was machen. Bis wir die Kamera wiederfinden, sollen wir die Gesichter der Leute für Fahndungsfotos fotokopieren? Na, dann. So. Da haben wir in der Mitte einen goldenen Stein. Das ist einer der wenigen, die mal irgendwo so rumliegen, weil sonst bekommt man die immer gleich so. Also merkt euch das Bild, wird nicht oft vorkommen. Ab in den Keller. So, Chase, du bist mal wieder dran. Ah, hier oben ist nichts. Ah, doch. Oh, oh, ein Superstein. Aha, okay. So, dann mal hier zu Chucks Fahrzeugservice. Freigeschaltete Fahrzeuge kannst du bei Chucks Fahrzeugservice kaufen. So, im Notfall müssten es schon ein paar sein. Und zwar... Detainer 2000 Stats, kein Problem. Trooper 1000 Stats. Und Imprisoner 1000 Stats. Geht's hier irgendwie noch weiter? Nee. Dann haben wir Fluggeräte. Aha, okay. Krass, dass das schon freigeschalten ist. Hier haben wir jetzt auch schon was bei Kompakt. Und zwar Pumpkin für 1000. Die können wir dann natürlich alle uns holen, ne? Ist klar, bei diesen Rufsäulen und so. Deswegen ist es schon sinnvoll, die zu kaufen. Da war noch ein goldener Stein. Die Nummer 15. Und hier müssen wir mal als Gangster ran und die Schlüsselkarte holen für oben. Oder für den Aufzug oder keine Ahnung, für irgendwas auf jeden Fall. Ach so, stimmt, hier unten ging es auch raus. Ja, für den Aufzug, genau. Dann funktioniert er jetzt wenigstens auch und wir können theoretisch hier oben die roten Steine kaufen, jawohl. Die sind übrigens nicht so ganz billig. Ich hoffe mal, wir können die uns überhaupt schon leisten, also den wichtigsten von denen. Hier kannst du freigeschaltete rote Steinextras kaufen. Das ist Datenscan-Upgrade statt Herausforderung. Der ist irgendwie komischerweise schon gekauft. Stats mal 2. Hä, man muss die nicht mehr kaufen? Doch, eigentlich doch schon, oder? Ja.
Hä? Hä? Okay. Das ist seltsam. Also hier kann man die anscheinend nur noch anschalten, warum auch immer. Weil gekauft habe ich jetzt nichts und die sind da. Früher musste man die kaufen, die waren wirklich schweineteuer. Okay, dann einmal noch hier hin. Bei Ellie kann man nämlich die Leute kaufen. Freigeschaltete Verkleidung kannst du bei Ellie in der Ausgabe kaufen. Und das sollten mittlerweile auch schon einige sein. Grace Makepeace, keine Ahnung, wann ich die mal geholt habe. Ich weiß, irgendwie kommt man hier nicht weiter. Das ist seltsam, man kommt hier nicht weiter nach drüben. Normalerweise muss man die doch alle kaufen, was zur Hölle? Aha, 20.000 Butch Patterson, 20.000 Wärter und 20.000 Wachmann. Und 30.000 Ranger Barber. Haben wir die denn freigeschalten? Okay. Räuber haben wir Chase, Chase McCain und Häftling. 10.000. Und Krabby Krabster nochmal 10.000. Das war's. Sonst noch jemanden? Irgendjemanden? Hier. Spezial 2. Metzger. Achso. 10.000. Automechaniker auch 10.000. Schon lange her, dass wir die geholt haben. Dienstleister, Pressefotograf. Und den Tankstellenbesitzer. Spezial 1 haben wir den Indianer. Vielleicht auf Gas, wie viel der gekostet hat, egal. Und den Abrissdummy, 10.000. Noch jemanden? Nee. Gut, dann war's das erstmal. Ich glaube, hier kann man noch irgendwo eine Tür aufbrechen, kann das sein? Nee, kann man noch nicht, okay. Ah, ich habe noch was vergessen. Oben bei dem roten Stein, da war noch so eine Box, da war auch ein goldener Stein drin, ne? Oder habe ich den geholt? Bin mir gerade nicht sicher. Glaube nicht. Ah. Na gut, weitere goldene Steine gibt es oben noch in diesem Besprechungsraum, aber das würde ich sagen, machen wir ein andermal. Wohl. Ja, dann wird es halt, wird's mal ein bisschen kürzer. Dann mache ich das jetzt noch. Seit Monaten, aber meine Arme werden nicht muskulös. Dann mache ich das jetzt noch. Und, ja, im nächsten Part machen wir dann ganz entspannt weiter mit dem. Nächsten Spezialauftrag. So, hier gibt es, glaube ich, auch einen goldenen Stein fürs Popcorn-Essen. Ja. Und da liegt auch mal wieder einer rum, okay. Anscheinend kommt das hier recht häufig vor, aber normalerweise eigentlich nicht. So, stemmen den Quatsch mal auf hier. Drin war nur irgendwie diese komische... Genau, das hier. Wo auch immer die hin muss, irgendwo dahinter. Da, okay, in dem Redepult lag, glaube ich, auch noch ein goldener Stein. Ach ne, der kommt jetzt gleich, gell, wenn der jetzt gegessen hat. Genau. Ja, hier kommt es halt häufig vor, dass goldene Steine rumliegen. Aber normal auf der Overworld eben nicht, ja. Einigen wir uns da drauf, okay. Ist meine Aussage total unglaubwürdig. So. Nummer 18. Von 450. So. Was haben wir hier hinten noch? Irgendwas? Nee, doch, nee, nee. Ja. Irgendwas muss ich noch machen, ne? So kann ich das Ganze hier nicht stehen lassen. Wir gehen in die Lobby und hauen wieder ab. Das schneide ich kurz, dann sind wir eben wieder draußen in Cherry Tree Hills. Dann muss ich Stinker an der Mine ein paar Fragen stellen. Mit dem Zug komme ich schneller dorthin. Ja, das sollten wir natürlich tun. Aber ich muss gerade überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt, was wir noch machen können. Wir können ja einfach mal zum Zug hinlaufen, ja. Das ist ja erstmal kein Problem. So, und jetzt muss ich mal kurz was schauen. Bei den Extras, das ist alles aus, das ist an und Stats mal 2 sind auch an. Stimmt.
Nur mal kurz nachprüfen, muss ja sein. Weil das war ein ganz anderes System früher bei dem ersten Ableger von dem Spiel. Wie gesagt, musste man da die roten Steine kaufen und dann war es auch wirklich, musste man die halt draußen nochmal anschalten, hier bei den Extras, was ich gerade gemacht habe. Und ja, ist ein bisschen verwirrend, dass sie das geändert haben, aber okay, gewöhnt man sich dran. Eine Sache möchte ich noch kurz holen. Nein, es geht nicht um den Fahrzeugautomaten da. Hier gibt es auch welche, die man aufbauen kann, so Kaugummi-Automaten. 5 Stück tatsächlich, okay. Hier unten ist irgendwo ein... Achso, komm ich noch gar nicht hin. Ich dachte, bis dahin konnte man rein in den Tunnel, aber okay, dann nicht. Sollte mehr Sport machen. Sieh mal einer an, es bewegt sich. Kann ich vieles, vieles noch nicht machen, leider. Aber hier komme ich schon rein. Hier gibt es auch irgendeinen Typ, glaube ich. Hoffentlich erwischen Sie Rex Fury bald. Ich fühle mich nachts nicht mehr sicher. Tagsüber auch nicht. Ja, kein Problem. Besorgte Bürger, kein Problem. Ich mach das schon. Wer ist das? Zugführer Bill. Da gibt es, glaube ich, 3 oder so. Bill, Bob und weiß ich nicht. Den letzten merke ich mir nicht. Dann lasst uns doch einfach mal dahin fahren. Lasst uns doch einfach mal nach, wie hieß das Gebiet? Bluebell Nationalpark. Hier hinreisen. Aber Hauptsache noch die Stats einsammeln, ne? Kein Problem. Finde es Stinker Fletcher in der Bluebell Mine. Okay. Aber vorher hole ich mir hier oben noch diese Marke. Wenn man denn da nicht runterfällt, gab es hier nicht sogar an jeder Ecke so einen Stein? Ja, gab's. Gut. Also wieder 4000 Steine dazu und Sam Penn haben wir gefunden. Ach, wenn ich hier alles sehe, ach, das ist so schön. Mal noch eine Sache. Gibt's das Easter Egg noch? Gibt's das noch? Wie weit muss ich davor? Tatsächlich. Da läuft einfach mal ein Wiggler auf der Tunneloberfläche lang. Das ist doch geil. Fand ich damals schon richtig cool. Hätte nicht gedacht, dass sie es übernommen haben, aber stimmt eigentlich, warum auch nicht. Es gibt noch viele Super Mario Easter Eggs hier in dem Spiel, die werden wir auch größtenteils noch alle finden. Aber das ist auf jeden Fall eins der geilsten, würde ich sagen. Doch, doch. Mega cool. So, dann klettern wir hier noch den Baum hoch. Ich glaube, da gab es auch nochmal 10.000 Stats. 10.000 Bausteine natürlich. Oder? Ja. So. Und dann schauen wir doch mal zur Mine hin. Dann sind wir nämlich schon wieder von der Zeit her da, wo ich sagen kann, der Part kann beruhigt beendet werden. Dann schauen wir uns im nächsten Part, den Spezialauftrag an. Finstere Minen in der Mine hieß der. Der ist auf jeden Fall ganz cool und wir bekommen natürlich die nächste Verwandlung. Tja, was das in einer Mine sein könnte, das könnt ihr das nächste Mal zusammen mit mir rausfinden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Kurz noch das ganze Zeug hier mitnehmen. Ja, also bis zum nächsten Mal und ciao.